Die Sternwarte Haute-Provence. Sie liegt inmitten der hügeligen Landschaft, nahe beim Dorf Saint-Michel-l'Observatoire in Südfrankreich. Zwei Schweizer Forscher machten von hier aus eine der aufregendsten Entdeckungen in der Geschichte der Astronomie. Sie fanden den ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Ein Erfolg, den sie nie erhofft hatten. Ich habe nie davon geträumt, den ersten extrasolaren Planeten zu entdecken. Aus Science Fiction wurde Realität. Es gibt sie tatsächlich, die fremden Welten draußen im All. Eigentlich war ich zu jung, um diese Entdeckung zu genießen. Aber für einen Wissenschaftler ist es ein großes Glück, so etwas zu erleben. Es war Juli 1995, als Michel Mayor zum Observatorium Haute-Provence fuhr. Didier Queloz hatte ein völlig unerwartetes Phänomen entdeckt. Es deutete auf die Existenz eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems hin. Doch noch war unklar, ob sich die Messungen wiederholen ließen. Die Genfer wollten Details über die Bewegung des beobachteten Sterns erfahren. Die Daten und Kurven auf dem Bildschirm verrieten den Fachleuten die Geschwindigkeit, mit der sich der Stern bewegte. Kommt der Stern auf uns zu, so wird das ausgesandte Licht blauer. Entfernt er sich, so wird er röter. So wie sich der Pfeifton ändert, wenn ein Zug auf uns zurast und sich wieder entfernt. Die beiden Astronomen wussten, bewegt sich ein Stern auf uns zu und wieder weg, so kann ein Planet die Ursache für dieses Torkeln sein. Die Theorie. Stern und Planet kreisen um den gemeinsamen Schwerpunkt. Das beobachtete Torkeln des Sterns verrät indirekt die Existenz des Planeten. Theorie oder Realität? Einerseits waren wir bereits sehr sicher, dass dies der Wahrheit entsprach. Aber weil das Phänomen so außergewöhnlich war, eine Periode von nur 4 Tagen, waren wir bei der physikalischen Interpretation nicht ganz sicher. Wir zweifelten nicht an unseren Messungen, sondern daran, was die Ursache für das Phänomen war. Die Entscheidung musste in den nächsten Tagen folgen. Die Zeit drängte. Denn nicht nur in Südfrankreich, sondern auch in Amerika suchten Astronomen seit Jahren nach den mysteriösen extrasolaren Planeten. Wir hatten Angst, dass die Amerikaner den Namen des Sterns erfahren und ebenfalls Messungen durchführen würden. Deshalb haben wir alle gebeten, Stillschweigen zu bewahren. Sogar die Leute am Observatorium in Genf wussten nur, dass wir auf der Spur von etwas Bedeutendem waren. Aber sie kannten den Namen des Sterns nicht. Als die Dämmerung hereinbrach, wussten einzig die Techniker des Observatoriums von Haute-Provence, auf welchen Stern die Schweizer das große Teleskop auch diese Nacht wieder ausrichten wollten. Und sie hatten versprochen, das Geheimnis für sich zu behalten. Gespannt erwarteten Michel Mayor und Didier Queloz das Ergebnis der Messungen. Ah, da sind die Das erhoffte Resultat, die lang ersehnte Bestätigung. Die gemessene Geschwindigkeit des Sterns passte genau in die vorausberechnete Kurve. Und die Kurve bewies, es gab einen Planeten. Als der Morgen anbrach, hatten die Forscher Gewissheit, der erhoffte Durchbruch war geschafft. Ganz privat stießen die Genfer im Juli 1995 auf ihren Glücksstern an, auf 51 Pegasi.